Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Goalie-Match im Bio-Pro-Modus. Heute wieder mit den Red Deer Rebuilds in der Karriere. Ich habe mal geschaut, die Rebuilds stehen aktuell auf dem 7. Platz der WHL-Liste. Es ist jetzt natürlich nichts Großes, aber was ich sagen kann, wir sind da besser. Schaut mal, wir stehen hier auf dem 2. Platz mittlerweile richtig gut. Und über uns stehen nur noch die Madison Head Tigers mit 30 Punkten. Wir haben 27 Punkte. Und okay, wir haben ein Spiel mehr gespielt als die. Mal schauen. Das zu den Statistiken. Wir würden aber jetzt hier direkt Gas geben und das Spiel spielen. Ich freue mich sehr. Ach, endlich nochmal hier NHL 17 im Kasten. Boah, wir haben uns gut verbessert, ne? Tor jetzt schon 67 in der Wertung. Echt gut. Im letzten Spiel bekam ich ja schon eine Nachricht, dass die Draft-Leute, die Scouts quasi aufmerksam sind und mich weiterhin beobachten. Ich hoffe, dass ich alsbald ein Angebot bekomme, um in die NHL einzuziehen. Das wäre natürlich richtig großartig, wenn das schon nach dieser Saison klappen würde. Und damit geht's los. Zum Spiel gegen die Milwaukee Warriors. Wir geben nach vorne. Nikolcin passt da hinterm Tor durch. Schön auf Spacek. Und Musil direkt mit einer guten Möglichkeit. Faith passt hier auf Bone. Oh, sie kommen gefährlich nah. Ja, versucht's. Und ich stehe ganz woanders. Mein Gott. Hier erstmal wieder. Ach Gott, haben die gut angespielt. Das war aber auch schwer zu halten. Vielleicht hätte man es voraussehen können, ne? Wahrscheinlich schon. Ryan Bone hier mit seinem 5. Tor in der Saison. Locker flockig reingemacht. Schaut mal, aber großartiges Anspiel auch. Und er zieht rein. Ich kann nicht beide Ecken gleichzeitig decken. Jo, okay, 1-0, Führung, die Warriors, die haben uns schon mal so richtig auf. Oh, und noch eins drin. Was soll das denn? Na, das startet ja super. Ich muss einfach öfter NHL spielen. Das bringt so nichts. Okay, jetzt muss ich mich konzentrieren hier. Jetzt aber nicht nochmal. Nicht nochmal, Leute. Nee, nicht nochmal. Jetzt ist aber hier Schluss mit lustig. Das ist schon wieder... Schön Dötzl auf Spacek. Wir gehen nach vorne. Nikolcin! Da ist er drin! Rechte obere Ecke mit diesem Schlagschusstor von Nikolcin. Gehen wir zum 1-2 über in der 14. Minute. Ivan Nikolicin hier. Schönes Anspiel von Spacek. Rückhand und da zieht er ab in die obere linke Ecke. Sehr, sehr schön. Unhaltbar für den Goalie. Welch Kraft dahinter steckt. Da ärgert er sich zurecht. Okay, es ist noch nichts verloren. Wir können noch aufholen. Wenn ich jetzt den Kasten sauber halte, er passt hinterm Tor durch. Gott sei Dank bekommt die Verteidigung hier den Puck. Jetzt aber. So, okay, wir können sichern. Hagel. Oh, guter Pass auf Pavlenchuk. Pavlenchuk sucht Anspielpartner vor Hagel. Wie knapp das war. Und nochmal. Oh, habt ihr gesehen? Schade. Philipp ist noch gut. Hagel. Pavlenchuk, was ist das für ein Krimi? Er hält ihn noch. Fälsch, Krimi. Und jetzt Philipp. Und wieder ist es Wilms, der ihn hält. Mensch, der hätte doch reingehen müssen. Schaut mal, und da nochmal. Zack, den hält er wirklich mit einer klasse Parade. Kudos an den gegnerischen Torwart. Bulli. Längen. Stürmt auf mich zu. Ich mache die Ecke dicht. Schön, da war Strand noch dran. Längen, der ist doch gut.
Und ich halte ihn. Ich halte ihn. Ey, das ist wie beim Kickerspielen. Ich weiß nicht, ob jemand von euch Tischfußball schon mal gespielt hat, aber wenn da so die ganz langsamen Eier, die gehen manchmal rein, weil man so überfordert ist dann, dass alle dran vorbeihauen. Und genau so eine Szene war das gerade. Oh, ey, was ist denn hier los? Pfosten. Die sind echt krass. Die haben uns schon auf dem Hinspiel, ich glaube 5:0 oder 4:0, haben sie uns geschlagen. Und weiterhin sind das die Angstgegner. Das, also Poley hält ihn da und macht einen Abseits. Thrower am Puck. Gwinnie. Barger. Der läuft auf mich zu. Passt rüber. Schön die Ecke abdecken hier, ne? Nicht, wenn mir da einer von der Seite noch kommt. Ready jetzt. Ah, versucht er, aber Meier kann intercepten. Meier. Und diesmal ist Duit, der intercepted und auf Ready gepasst hat. Schön. Ach Mann, schade. Nochmal Strand. Gutes Spiel heute von den Ready Rebels. Wirklich. Schaut mal, das Passspiel wesentlich besser als noch in den letzten Spielen. Haben sie aber nochmal was zugelegt hier. Und da war ich dran. Strand sichert hinten. Pass auf Nikolushin. Musel. Versucht er nochmal Rückhand. Ah, oh, wird da gehindert, gerade beim Schlagschuss. Die letzten Sekunden im ersten Drittel sind vorbei. Welch Match bisher. Großartig, echt. Huh, wir haben Heimspiel, ne? Eigentlich hätten wir es ja jetzt verdient, noch ein Tor zu schießen. Ja, das schöne Tor. Es war wirklich großartig. Und hier die gute Möglichkeit. Leider bekommt er ihn da nicht höher geschossen. Sonst wäre er auch drin gewesen. Puh, was sagt der Trainer? Ja, Spielstatistiken. 80% Pässe, bei uns 73. Zeit in Offensive waren wir länger und Schüsse haben wir auch mehr. Also es schaut nicht vom Torverhältnis, aber von den Statistiken bisher besser für uns aus. Und ich hoffe, dass wir jetzt zum 2:2 gelangen im zweiten Drittel. Bulli! Oh, sehr schön. Nikolschin. Ah, versucht er, aber intercept durch Prosponov oder so heißt er. Passt da rüber, aber wieder ist es Nikolschin, der da dran ist. Passt auf Musel, die 25. Ah, gut gedacht. Leider zu lang der Pass. Und da sind wir wieder im Kasten. Popanov! Und ich habe ihn. Wow. Mit dem Fanghandschuh. Habe ich ihn da aus der Luft gegriffen. Hier sehen wir es nochmal. Schöner Schlagschuss und zack. Fanghandschuh. Bam. Läuft doch. Bulli von Hoden. Oh, ich bin in die falsche Ecke gegangen. Ey, ich habe aber auch Schwein heute. Ich habe ja im letzten Spiel schon drüber nachgedacht, ob ich von Rookie einen höher gehe auf Halbprofi. Aber, oh, schaut euch diese Pässe an heute. Aber damit warte ich doch noch etwas. Dötzel, sehr schön. Aber Prosperov ist noch gefährlich. Nikolschin, Intercept. Und jetzt die Möglichkeit. Nikolschin. Ah, oh, wird er gehindert. Wird noch gehindert. SpaceX, Nikolschin, SpaceX! Holden, Intercept. Und die Warriors kommen nach vorne, ich hab ihn wieder! Versucht zu sichern. Der ist noch gut. Der ist echt noch gut, der ist verdammt gut noch. Nikolschin auf Bobic. Stimmen nach vorne. SpaceX hat sich da gut freigespielt und Philipp! Ah, schade, keiner für den Rebound. Philipp nochmal. Oh, daneben geschossen. Was ist das heute? Janet kommt jetzt schon wieder über Holden. Holden sucht einen Anspielpartner. Ach, da ist er drin. Mann. Die sind aber auch echt gut. Wirklich. Tanner, Janet, fünftes Tor in der Saison.
Hier sehen wir das gute Anspiel und der ganz schnell. Ich zucke noch, aber nicht schnell genug. Ja, Mann, das ist keine Glanzleistung von mir heute. Sind aber auch schwierige, schnelle Schüsse. Schön Bulli, Mahura auf Pavlenchuk. Ja, Intercept. Kommt schon wieder auf mich zu. Ey, ich habe schon echt Bammel, wenn die jetzt hier wieder auf mich zulaufen. Da haben sie schon wieder den Puck. Hegel passt da gefährlich vors Tor. Strand, Pavlenchuk kann sich den Puck sichern. Läuft ins Drittel der Warriors. Kurzes Anspiel, schöner Doppelpass. Aber wieder ist es die Warriors-Abwehr, die einen Schläger da dazwischen haben. Es ist unglaublich. Philipp sucht nochmal einen Anspielpartner. Pavlenchuk und da Hegel. Ach Mann, schade. Echt schade. Es hapert an der Umsetzung. Och nee, komm bitte. Das ist doch jetzt nicht wahr. Es ist doch nicht wahr. Wechsel mich bitte aus. Das ist ein Trauerspiel. Gott. Gregor schon wieder, Janet. Mein Gott, machen die Druck. Schlagschuss. Polai sichert sich den Puck. Wir gehen nach vorne. Oh, 4:1, das ist so unglaublich. Und wir haben so viele Chancen und verwerten die einfach nicht. Jetzt kommen sie schon wieder. Das sind echt meine Angstgegner, die Warriors. Nee. Weg damit. 7 Sekunden nur noch im zweiten Drittel zu spielen jetzt. Geh nach vorne. Puh. Oh Mann, das ist ein schwieriges Game gegen die. Echt. Ein richtig schwieriges. Ich glaube sogar, die sind einen hinter uns, oder? Ich weiß gar nicht mehr. Spielstatistiken. Ja, ich bin echt schlecht, ne? Warte mal, ich guck nochmal hier. Ja, mein Stellungsspiel, toll, aber das bringt ja jetzt nichts. Naja, wir versuchen es jetzt nochmal im dritten Drittel. Ich hoffe inständig, wir schießen ein paar Tore. Wir brauchen mindestens ein Unentschieden. Schön, der ging an uns wenigstens. Spacek, oh schön, auf Nikolschen Musik. Ach komm. Okay, aber was festzuhalten bleibt, ist, die Pässe sind wesentlich besser. Wir bekommen mehr auf die Kette vorne. Es hapert jetzt noch an der Umsetzung. Dann sollte das in den nächsten Spielen besser werden. Aber meine Leistung hier hinten, die ist unterirdisch. Den habe ich doch. Und den sichere ich. Okay, Puckkontrolle, paar Punkte gemacht. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Puh, okay. 17 Minuten noch. Schaut mal, die Warriors haben wesentlich mehr Bullies gewonnen. Da gewinnen sie schon wieder. Ich sehe es nicht. Wir haben den Puck, sehr gut. Auf Nikolschin, der hat sich gut freigelaufen. Ah, versucht er, aber halt blind gepasst und die Verteidigung bekommt wieder den Puck. Hoden. Der war auch wieder gefährlich. Dötzl. Ja, nicht der schnellste, aber gutes Auge hat er. Wieder gut verteidigt von den Warriors. Die passen auf Hoden. Hoden kann ich endlich nochmal parieren. Und an den Pfosten bringen. Spacek. Auf Musel. Spacek. Musel. Spacek wieder. Es will einfach nicht klappen. Das, was bei den Warriors klappt ohne Anstrengung, klappt bei uns einfach nicht. Philipp. Ah.
gut freigespielt. Schaut mal, wie der einfach durch alles durchläuft von uns. Pavlenchuk sichert da. Wir gehen Intercept von Lengen. Der ist echt gut. Oh. Raus damit. Jawohl, Bobic. Intercept von Janet. Gregor, Faith, Warrior-Namen, wo man hinschaut. Ah, gut, guter Intercept. Schön, dann den Schläger noch dazwischen gehabt. Pass jetzt auf Pavlenchuk. Hegel, Pavlenchuk! Gedeckt, wieder gedeckt. Philipp auf Pavlenchuk. Pavlenchuk! Und da ist es, endlich! 2-4 für die Red Deer Rebels. Verdient, verdient. Aber, ja, das wird einfach knackig. Brandon Hagel mit seinem 11. Tor in der Saison. Hier schön kurz angespielt. Und diesmal kommt er mit der Kelle richtig unter den Puck und kann da über den Schoner. Ne? Wilms ist da wirklich sehr versiert. Macht die Grätsche noch, den Butterfly. Aber der Puck war zu hoch. Bulli. Meier auf Thrower. Gregor passt hier hinter meinem Tor durch. Gregor, Meier, Meier Schlagschuss, kann ich Gott sei Dank blocken. Fehlpass, Pavlenchuk, Pavlenchuk. Komm schon, schön gedacht, Schlagschuss, Rebound, auch nicht gelungen. Nochmal Musel, auf Pavlenchuk, Pavlenchuk. Und Wilms sichert. 1:35 noch im dritten Drittel. Ich fürchte, das ist verloren. Es sei denn, es gibt noch ein Wunder. Bulli. Hoden. Oh, gutes Anspiel. Aber er war abseits. Gut gedacht, gut gesehen. Aber ein Ticken zu spät gepasst. Ne? Und damit verdiente Abseitspfiff. Ole, ole. Okay, Torhüter vom Eis. Wir haben ein leeres Tor. 50 Sekunden noch. Stellungsspiel. Paraden. Ja. Mal schauen, es ist gewagt. Es ist gewagt. 6 Mann von uns auf dem Eis. Ready. Ah, Wilms sichert. Der ist echt gut. Er ist echt gut. Weiterhin 6 Leute von uns auf dem Eis. 46 Sekunden noch. Oh Mann. Strand! Hat daneben gehauen. Und eine verzögerte Strafe. Das ist ja perfekt. Das heißt, wir haben sogar 6-4. Also wenn es jetzt nicht hinhaut, zumindest noch das 3-4 zu schießen. Hier sehen wir es. Da wirft er sich da Beinstellen. Nikita Poporov. 6-4. Stets. Mit der Manneskraft. Musel. Nikolschin. Donson. Der hält alles, der Wilms. Wieder sichert er den Puck. Bulli. Geht an die Gegner, versuchen den Puck, sie bekommen ihn raus. Springt Bobic da noch über die Kelle. Der spielt an Philipp. Ah, gut gedacht. Ist noch gut, der Puck. Ist noch gut, aber das Powerplay, auch das ist gut. Und da schaffen sie es wieder, fast noch ins Tor den Puck zu bringen. Mein Gott, die sind gut, die Warriors. Letzter Angriff, die letzten Sekunden. Ah, wieder Intercept. Und Pfosten. Kommt schon, Leute. Das sollte einfach nicht sein. Schade. Also,
Zwei Tore waren wirklich unhaltbar, die waren zu schnell und zu fix, aber zwei Tore hätte ich halten können. Das heißt, zum Teil geht diese Misere auf mich. Ne, da habe ich einen gehalten, aber da kamen einfach zu krasse Pässe an. Hier der Gute noch mit schnellem Anspiel, den hätte ich eigentlich haben müssen. Naja, okay, das war ein, fand ich trotzdem sehr spannendes Match. Es hat sehr viel Spaß gemacht, wenn auch verloren. Ja, schaltet gerne wieder ein. Lasst mir gerne einen Kommentar da. Ich freue mich sehr. Lasst mir gerne ein Like da. Lasst mir auch gerne ein Dislike da. Aber sagt mir dann bitte in den Kommentaren, weswegen. Und überhaupt, abonniert natürlich gerne meinen Channel. Ihr seht, Talanoa Sports and More. Das heißt, NHL und NFL sind im Moment Hauptaugenmerk. Und ja, genau. Von daher, wenn ihr Sport mögt, dann seid dabei und bleibt informiert. Und in diesem Sinne, schönen Tag euch noch oder eine gute Nacht, je nachdem, wann ihr die Folge schaut. Und bis bald.